Jedes Jahr zur Sommerzeit veranstalten die finnischen Gemeinden Deutschlands Konfirmandenlager in Finnland. Hier bereiten sich deutsch-finnische Jugendliche gemeinsam mit ihren einheimischen Altersgenossen auf die anschließende Konfirmation vor. Eine Zeit, die sie niemals vergessen werden. Also am Anfang hatten wir so ein paar Aufgaben über Jesus, wo der herkam, was sein Vater für einen Beruf hatte und sowas. Ja, also wir haben darüber erstmal noch geredet, wie er so genannt wurde, weil wurde er von manchen Gott Sohn oder Retter und sowas genannt. Und danach waren wir da hinten in dieser Hütte und da wurden uns Füße gewaschen, so mit Seife eingerieben und massiert und alles. Wir haben erst so die Beine nass gemacht und die Beine so ein bisschen massiert und dann unter den Füßen so gekitzelt. Und dann habe ich ihnen auch so gesagt, es kitzelt und die meinten nur, ja, soll ja auch kitzeln und so. Aber hat sich schon schön angefühlt. Wir haben natürlich normale Unterrichtsstunden, also vormittags immer, aber am meisten, finde ich, wirken die Sachen, die so freier sind, also wo wir irgendwie mit verschiedenen schauspielerischen Sachen oder irgendwelchen Spielen über den Glauben reden. Es gibt zum Beispiel dieses Spiel, dass man einen geheimen Brief bekommt am Anfang des Konfilagers und dann sind die alle mal eifrig am Briefe schreiben einander. Das ist irgendwie auch ganz schön. Das kann man nicht vergleichen, weil das ist eigentlich nicht so langweilig wie überall anders so Unterricht, sondern es macht Spaß, das ist kreativ gestalten und ja, man macht allerlei Sachen, die Spaß machen. Ja, man kann auch halt seine Meinung frei sagen und so, ohne dass irgendwie jemand einen Blick anguckt oder so. Also, wir gehen jetzt erstmal mit dem Boot raus auf See zu einer Insel. Wir müssen erstmal im gleichen Takt fahren und zu Team gleich spielen. Wir müssen Team fahren dann. Nicht jeder alleine, sonst kommen wir nicht vorwärts. Dann gab es da so eine ganz interessierte Fußballgruppe jetzt diesmal. Sie haben jede Gelegenheit dazu ausgenutzt, irgendwie sich mit dem Ball zu beschäftigen. Und dann gibt es die, die immer rudern wollen. Und dann gibt es auch welche, die schwimmen können. Wir hatten auch an einigen Tagen in der Freizeit dann die Sauna geheizt. Und dann konnte man also die Natur auf diese Art und Weise ausnutzen. Wir haben gerade unsere Schuhe auf diese Insel gerudert und davor zusammengeknotet. Aber mit dreifachen Knoten, bitte. Meine Schuhe sind, glaube ich, ins Wasser gefallen, weil die nass sind. Letztes Jahr, das war so, da wurden die Schuhe auch zugebunden hingebracht und ich war gar nicht dabei. Ich habe da hinten irgendwie ein Gebet geschrieben. Und dann dachten die aber alle, ich wäre das gewesen, weil ich irgendwie so der Typ dafür bin, so Scheiße zu bauen. Und dann haben die mich in den See geworfen, ohne dass ich schuld war. Und diesmal werden sie es wahrscheinlich tun, weil ich schuld bin. Wir haben hier so etwas erfunden, dass die Jugendlichen jeden Tag in einer Gottesdienstgruppe dabei sind. Der Gottesdienst ist sozusagen aufgeteilt in 5 Gruppen. Also eine Gruppe macht die Predigt, eine Gruppe macht die Gebete und so weiter. Und so ist jeder mal mit etwas anderem dran und kann sich damit befassen. Und das wird dann im Gottesdienst sozusagen zusammengebracht. Also die fühlen sich irgendwie alle mit beteiligt und mit verantwortlich. Und ich glaube, das bringt ihnen auch ganz schön viel.
Und eine Sache, die auch noch sehr wichtig ist, sind so die Andachten, also gerade die Abendandachten, wenn die Gruppenleiter selber zu Wort kommen. Das merkt man schon, dass das den Jugendlichen besonders gefällt und sie besonders beeindruckt auch. Am Anfang sind natürlich die Sprachgruppen ein bisschen unter sich, bis man sich dann traut, auch ein bisschen mal auf Englisch oder mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Aber am Ende waren die jetzt ja alle ganz gut zusammen. Ich kann kein Finnisch leider, aber das ist halt kein Problem, weil ich dann mit den Englisch oder vielleicht ein bisschen Deutsch oder so alles Mögliche durcheinander mischen kann. Und auch so, man findet hier viele Freunde und so. Mä oon opiskellut yhden puheen, kyllä mä jotakin osaan ja ymmärrän silleen, kun mä puhun, niin kyllä mä silleen ihan hyvin ymmärrän. Oon mä tutustunut joihinkin noihin saksalaisiin. Aika paljon noita poikia, me käydään niiden kanssa paljon pelaamassa lentopalloa tuolla kentässä. Kyllä me varmaan puhelinnumerot vaihdetaan ja silleen. Endlich ist es soweit. 9 ereignisreiche Tage liegen hinter den Konfirmanden. Zusammen haben sie viel Spaß gehabt und einiges erlebt. Aber auch nachgedacht und gebetet. Nun erleben sie als Freunde gemeinsam den Tag ihrer Konfirmation. Mahtavaa. Good.